Okay. Ui! Der macht ja eine coole Kombi. Au! Der macht ja eine krasse Kombi. Ah, okay. Gegen den kann ich das gar nicht machen, oder? Nee, kann ich nicht, okay. Das wäre ja zu heftig. Okay, der hat noch... Ach komm, das war daneben. Okay, wenn ich jetzt noch gewinne, dann will ich einen Orden von euch. Schau, der zittert schon voll. Wir gehen mal ein bisschen in die Mitte, oder? Bisschen mehr Platz hier. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein. Ja, oh, ich hätte Rechtsklick machen müssen. Ah, das ist ja ärgerlich, das. Ja, ja. Das ist ja blöd, dass es dann so ein Quick-Time-Moment ist. Aber okay, das haben sehr viele schon gemacht. So, come on. Runde 2. Aber jetzt weiß ich ja wenigstens, dass du zweimal angreifst. Na, du Schnuggi. Komm, ich bin... Er hat mich während der Rolle aufgehalten, dieser... Der rotäugige... Schon wieder während der Rolle. Ah, macht den Achilles, sehr gut. Ja, immer so sein linkes Bein dann so ausstreckt, so voll Tänze. Das war echt gemein. Vor allem das Lustige gerade, also gelb ist ja rechte Maustaste und blau ist linke. Gerade habe ich gerade habe ich den Schildschlag gemacht, das ist rechte Maustaste. Und als er den gemacht hat, ist er gelb geworden. Und ich kann ja den Schildschlag ja nicht abbrechen. Alter, ist das gemein. So, dann darf ich ihn eigentlich nur angreifen, wenn er seine rote Kombo gemacht hat. Und sonst einfach warten. Ja, bitte Leertaste. Ah, Leertaste ist falsch, okay. Na du? Nuckelchen jetzt. Komm mal her. Manchmal war ich da echt cool.
Hä? Wieso hat er... Wie konnte er mich da jetzt erwischen? Naja, okay. Gibt's nicht. Du musst ja mal Schach spielen. Ist genauso schwer. Ja, wie Sarah sagt, ich spiele sehr viel Schach. So, gut. Noch kurz den Bosskampf und dann haben wir fertig. Mal schauen, wahrscheinlich machen wir heute bis 7. Tut mir leid. Hab ich noch? Ne, hab ich nicht. Oh, ah, jetzt haben wir auch. Das tut voll weh. Du sollst zur Seite ausweichen und nicht genau zu ihm. Genau, so, das ist doch schön. So gehört sich das. Genau, Seite und nochmal Seite. Ja, schön machst du das. Und dann schön seinen Rücken penetrieren. Und nochmal. Also, schau, wenn du das machst, was ich will, dann überlebst du! Au, was machst du mit ihm? Okay, wie können die noch leben? Achso, die leben nicht. Ah, okay. Weitere Runde. Und nochmal so. Sehr schön machst du das. Wie heißt ich denn? Marius? Mautarius? Marius? Markov? Nein. So. Yeah, nice. Und jetzt zustechen, was ist los mit dir? Okay, das nennt man ein ehrenhafter Kämpfer. Ah. Siehst du, du hast noch kein Leben verloren. Weil du das machst, was ich sage. Sehr schön. Und wieder auf den Bobbes. Ihr braucht einfach mal eine auf den Arsch. Sehr schön. Ah, okay. Ich hätte einfach nur schlagen müssen. Ich dachte, das wäre wieder so eine Cutscene. Yes! Yay! Junge, ich habe kein Leben verloren. First try. Ihr da! An den Rambock! Bringt die Figur zu Fall! Hey, die ist doch schon so. Oder so. Ja, der hatte perfekten Zuschauerplatz da. Muss zugeben, hab ganz schön mitgefehlt. Cool. Ja,
Ich hoffe, die wurden jetzt nicht untergraben. Kümmert euch um ihr zwei. Verwundet müssen zu trinken. Ich könnte die verwundet. Entschuldigung. Um das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. Ja, Marius, genau. Soldaten! Soldaten! Steht nicht einfach da herum, ihr Nichtsnutzer! Holt mich hier raus! Ach, ist das der? Holt mich sofort hier raus! Das ist wohl unser verehrter Anführer General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn. Holt mich hier raus, ihr dämlichen Idioten! Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurio. Sofort, Herr. Komm schon! Komm schon, du Schwachkopf! Gib mir deinen Umhang! Gib mir deinen Umhang! Anti-Aggressionstherapie. Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus. Alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Sodass wir alle in Frieden leben können. Sodass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle. Und wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater. Er macht es nicht. Er ist wahrhaft weise und gerecht. Es ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Erhebe dich. Umarme mich. Und dann noch in den Rücken, ja. König Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Ja, das war so klar. Du wagst es! Dreck
dreckiger, stinkender Hund! Du wagst es! Siehst du? Siehst du, was passiert, wenn mir trotzt? Trotz mir! Mein Vater. Der Kaiser war's. Rette Rom vor ihnen. Jetzt! Videohunde! Worauf wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf! Mein Vater ist ein Gott! Ich bin ein Gott! Gehorcht mir, wie ihr den Göttern gehorcht! Bringt uns zum Hafen! Italien! Bringt diesen rebellischen Abschaum unter Kontrolle! Haltet die Stadt, keine Gnade! Ihr werdet alle dafür bezahlen! Wir werden jeden Mann, jede Frau und jedes Kind abschlachten! Oder wollen wir Gräber pissen? Verstärkt die Mauern! Drängt sie zurück! Los! Schließt die Tore! Wir müssen ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Marius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh! Oh Mann. Okay. Hui, hui, hui. Traurig aber war, das war wirklich in, vor allen Dingen in Britannien, ein riesen Problem. Ich glaube, ich bin doof. Wollte der Kaiser jetzt Frieden oder wollte er, dass sein Sohn den Typen tötet? Der Kaiser wollte wahrscheinlich Frieden, aber der Sohn meinte nö. Ja, Renja hat recht. Also, der Kaiser wollte sehr sicher Frieden, weil der britische König hatte sehr viel Einfluss und Britannien, also ich weiß natürlich nicht, wie die hier das interpretieren, aber Britannien hat unglaublich viele Ressourcen und Menschen gekostet, schon am Anfang. Und die Insel war es einfach nicht wert. Deswegen hat der Hadrian dann die Grenzen auch geschützt. Genau, warte, wir machen mal den Chat-Mode. Dann beende ich mal kurz das Spiel. Mach mal wieder. Genau. Ein bisschen Musik. Aber dann bekommt er doch mega Stress mit seinem Dad. Jein. Also er könnte das auch anders sagen. Einfach, ja, das war ein Unfall. Und niemand würde ihm widersprechen, weil er ist ja der Sohn des Kaisers. Ist ja ein Riesenproblem. Niemand würde den quasi als Feind haben. Und der Kaiser würde den auch nicht glauben. Also.
Ambush! Clear the bridge! The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies.